Yo, Freunde, was geht ab? Heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar möchte ich mit euch reden. In gewisser Weise möchte ich mich auch etwas öffnen. Das fällt mir jetzt nicht leicht. Das ist auch gefühlt die 15. Aufnahme, die ich jetzt starte, weil es mir einfach nicht leicht fällt. Privat bin ich so schon der verschlossene Typ. Wenn ich jetzt irgendwie in einer Gruppe unterwegs bin ich schon der nicht so viel redet. Ich beobachte lieber, analysiere die Situation und dann sage ich was. Also ich lebe schon so nach dem Motto, Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich bin jetzt auch nicht so kontaktfreudig. Das kommt bestimmt in meinen Videos anders rüber. Aber so wie ich in meinen Videos bin, das ist halt nur eine Seite von mir und dann gibt es halt noch ganz viele andere Seiten. Ich bin halt eher so der Typ, der erstmal Vertrauen aufbauen muss, bevor er sich öffnet. Ich bin jetzt nicht schüchtern, würde ich sagen. Ich habe kein Problem, irgendwie auf jemanden zuzugehen. Aber ich wollte jetzt am Anfang des Videos einfach mal sagen, dass es mir schon schwer fällt, mich zu öffnen. Deswegen könnte dieses Video etwas anders sein als die anderen. Jedenfalls will ich mein Bestes geben, mich versuchen, euch einen anderen Teil von mir zu zeigen. Und ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Das will ich aus gegebenen Anlass machen. Und zwar, ich war gerade so am Trainieren, habe ein bisschen Sport gemacht. Es war ruhig, keine Musik, war für mich alleine. Und dann habe ich manchmal solche Momente, wo ich tief in Gedanken versinke. Dann reflektiere ich, mache mir Gedanken über den Tag, was heute so alles passiert ist. Und ich hatte heute eine Situation im Supermarkt. Ich war in Deutschland einkaufen, da hat mich jemand erkannt. Und dann kam es halt zu einem kurzen Gespräch. War alles angenehm, war alles cool. An dieser Stelle liebe Grüße, falls du das siehst. Auf jeden Fall kam dann so die Frage auf, machst du das hauptberuflich mit YouTube? Wie funktioniert das eigentlich? Und das ist so die am meisten gestellteste Frage, wenn es zu einem Gespräch kommt mit Personen, die mich nicht kennen. Egal, ob das jetzt Personen sind, die mich erkennen aufgrund der Videos oder ob das jetzt Personen sind, wie beispielsweise ein Freund bringt einen Freund mit und man kennt sich noch nicht, dann wird man sich aneinander vorgestellt. Dann spricht man halt darüber, was man so beruflich macht. Ich sage dann, ich bin YouTuber, der andere sagt dann, hä, was? Damit kann man Geld verdienen? Wie funktioniert das Ganze? Dazu kommt dann auch noch, dass ich häufig in den Kommentaren lese, wie kannst du dir so viele Autos leisten? Oder was machst du beruflich? Und ich denke mir so, ja, Alter, ich mache YouTube. Dadurch habe ich halt so den Eindruck bekommen, dass sehr viele gar nicht wissen, wie das auf YouTube funktioniert. Und das möchte ich halt ändern. Ich habe mir gedacht, ich rufe jetzt so ein neues Format ins Leben oder eher gesagt eine Serie. Ich weiß nicht, wie viele Teile es geben wird. Heute im ersten Teil werde ich einfach mal darüber reden, wie das so auf YouTube funktioniert, beziehungsweise wie das bei mir funktioniert, wie ich damit Geld verdiene und, und. Im zweiten Teil will ich euch dann mal meine gesamten Einnahmen zeigen, deswegen auch öffnen. Mann, das hört sich irgendwie so komisch an, wenn ich sage, ich öffne mich, als wenn ich irgendwie eine Körperregion von mir öffnen würde. Ach ja, ich habe den Faden verloren. Aber zum Glück kann man das Video ja einfach schneiden. Ja, im zweiten Teil will ich euch meine gesamten Einnahmen zeigen, wie viel ich umsetze, Mitarbeiterkosten, wie viel ich so für RC-Autos und so ausgebe. Also übrigens, die RC-Autos, wenn man das streng genommen betrachtet, gehören die nicht mal mir, sondern meinem Betrieb. Also ich habe einen kleinen Betrieb, genauso wie eine Zahnarztpraxis auch vielleicht ein Kleinbetrieb ist oder eine Kfz-Werkstatt mit 3 Mitarbeitern oder so. Und die Kfz-Werkstatt, die braucht ja eine Hebebühne, Werkzeug, ein Raum, um die Autos zu reparieren. Der Zahnarzt, der braucht auch Stühle, wo sich die Leute dann hinlegen. Der braucht auch sein Werkzeug, sein Bohrer, um in den Zahn zu bohren. Der braucht auch seinen Tisch, der braucht auch einen Rechner, um da die Termine einzutragen und, und. Und so ist das bei mir auch. Und mein Betrieb, der braucht halt RC-Autos, um die Videos zu drehen, weil die Aufgabe meines Betriebes oder der Sinn meines Betriebes ist halt Videos zu drehen, die ihr euch dann anschaut und die unterhalten euch dann. Wollte ich nur mal so am Rande erwähnen. Ich dachte auch eigentlich, dass das Thema Geld verdienen auf YouTube und, dass da gar keine große Ungewissheit herrscht, weil sehr viele YouTuber schon darüber gesprochen haben und auch sehr viele YouTuber ihre Einnahmen gezeigt haben. Aber ja, anscheinend ist es nicht so. Kann ich auch verstehen, denn wenn man jetzt einen Dönerladen sich nimmt und den betrachtet, ich habe da auch keine Ahnung, wie viel der verdient, wie viel der ausgibt und. Und Dönerladen A unterscheidet sich auch nochmal von Dönerladen B. Ich meine, wenn wir jetzt einen Dönerladen irgendwo in der Großstadt nehmen, und der zeigt jetzt seinen ganzen Einnahmen, würde das ja auch ganz anders aussehen als ein Dönerladen, der jetzt auf einem kleinen Dorf ist.
Ja gut, da kann ich mal so langsam anfangen, oder? Also, es ist so, dass ich mit meinem Kanal, mit meiner Reichweite, drei Einnahmequellen habe. Die erste Einnahmequelle ist auch die Einnahmequelle, wo ich das meiste verdiene. Und das sind die YouTube-Werbeeinnahmen. Ja, wenn ich jetzt ein YouTube-Video hochlade, ihr schaut euch das an, dann bekommt ihr manchmal davor Werbung angezeigt. Und wenn das Video länger ist, länger als 8 Minuten, kann ich auch zwischendurch Werbung einblenden lassen. Und dann bekommt ihr auch zwischendurch Werbung. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Zuschauer die Werbung angezeigt bekommt und jeder Zuschauer zwischendurch Werbung angezeigt bekommt. Das analysiert Google halt und je nachdem wird es angepasst, was ihr für Werbung bekommt auch, für was ihr euch interessiert. Und wie viel Werbung? Wenn ihr jetzt immer Werbung überspringen klickt, dann macht ihr das 4-5 Mal und dann kriegt ihr gefühlt den ganzen Tag lang keine Werbung mehr, weil YouTube merkt dann halt auch, dass ihr keine Werbung sehen wollt. Und diese Werbung, die vor meinen Videos läuft und in meinen Videos, das ist der größte Teil meiner Einnahmen. Das macht sogar mit Abstand den größten Teil meiner Einnahmen aus. Aber wie viel man jetzt genau mit dieser YouTube-Werbung verdient, richtet sich nach zwei Kriterien. Also erstens, wie viele Aufrufe generiert das Video überhaupt? Okay, eigentlich sind es drei Kriterien, ist mir gerade eingefallen. Naja, erstens, wie viele Aufrufe generiert das Video überhaupt? Also in der Regel, wenn man mit einem Video 100.000 Aufrufe erzielt, wird dieses Video mehr verdienen als ein Video, was nur 10.000 Aufrufe erzielt. Nichtsdestotrotz kann es trotzdem sein, dass man mit einem Video, was nur 10.000 Aufrufe erzielt hat, mehr verdient als mit einem Video, was nur 100.000 Aufrufe erzielt. Denn, kommen wir zu Punkt Nummer 2, es spielt auch eine Rolle, was für ein Content man produziert, was man halt in den Videos so macht. Beispielsweise, Worst-Case-Szenario, ich drehe jetzt irgendein Video mit einem Luftgewehr, das wird werbeunfreundlich, weil es halt zu gefährlich für YouTube ist, da werde ich damit gar kein Geld verdienen. Und im besten Fall drehe ich ein Video über Finanzen, wie auch jetzt, spreche über Geld. Das ist übrigens die am bestbezahlteste Nische auf YouTube. Und dann wird da Werbung eingeblendet von irgendeiner Bank, von irgendeinem Broker oder sowas. Und das wird halt sehr gut bezahlt. Also generell so die Finanznische ist so die am bestbezahlteste von YouTube. Und da kann man schon so 10 bis 20 Euro pro 1000 Aufrufe verdienen. Dann gibt es noch Punkt Nummer 3. Es kommt auch natürlich darauf an, woher deine Zuschauer kommen. Also wenn du Videos auf Englisch machst und der Großteil deiner Zuschauer kommt aus Amerika, dann wirst du in der Regel mehr verdienen, als wenn du Videos für Indien machst und indische Zuschauer hast, weil Werbung in USA mehr wert ist als in Indien. Ich glaube, das war's mit meiner ersten Einnahmequelle, den YouTube-Werbeeinnahmen. Und ich glaube, ich habe das jetzt so gut wie möglich zusammengefasst, erklärt. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Kommen wir zur zweiten Einnahmequelle und das sind Product Placements. Also das habt ihr sicherlich schon mal in irgendeinem Video von mir gesehen, dass ich irgendein Game beispielsweise vorstelle, Mobile Game oder sowas in der Art. Das kommt so zustande, dass mich eine Werbeagentur anschreibt und mich fragt, ob ich Bock darauf habe oder manchmal schreibt der Entwickler, die Firma, die das Spiel entwickelt hat, manchmal schreiben die auch selbst an. Da bekommt man wirklich sehr viele Anfragen. Also jedenfalls ist es bei mir so, keine Ahnung, wie es jetzt bei den anderen aussieht. Aber die meisten wollen halt nicht so viel zahlen. Und das ist halt das Problem. Der Preis bei sowas liegt so 40 bis 80 Euro pro 1000 Aufrufe. Also nehmen wir mal an, man verhandelt bla 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 und dann sagt man so, ja, das Video 100.000 Aufrufe und dann kann man dafür zwischen 4.000 und 8.000 Euro bekommen. Da kommt es dann halt drauf an, wie gut man verhandeln kann und natürlich gibt es Ausnahmen. Also ich denke, es gibt auch Firmen, die bereit sind, mehr zu zahlen und dann gibt es halt auch noch Firmen, wie die meisten, die nicht bereit sind, so viel zu zahlen. Aber das ist meine zweite Einnahmequelle und insgesamt auf das Jahr gerechnet ist das halt ein kleiner Teil im Vergleich zu den YouTube-Werbeeinnahmen. Und dann gibt es noch die dritte Einnahmequelle. Das ist so das ganze Affiliate-Zeug. Also ich habe ja unten in der Videobeschreibung Affiliate-Links drin. Wenn ihr beispielsweise auf Amazon klickt, da irgendwas bestellt, bekomme ich eine kleine Provision. Oder bei Banggood ist das auch so, wenn ihr da irgendwas bestellt, bekomme ich auch eine kleine Provision. Liegt so meistens zwischen 1 und 10%, aber 10% nur in ganz seltenen Fällen. Also meistens ist es schon so bei 5%, würde ich sagen. Das ist wirklich nur ein ganz, ganz geringer Teil. Dazu kommen auch noch meine T-Shirt-Verkäufe. Das ist auch wirklich nur sehr wenig, nicht der Rede wert. Das zähle ich jetzt mal zusammen hier an dieser Stelle. Affiliate und T-Shirt-Verkäufe. Und das war es auch schon so im Großen und Ganzen. Und mit 1 Million Abonnenten verdient man in der Regel auch nicht schlecht. Aber ich finde, es kommt nicht darauf an, wie viel man im Monat verdient, sondern wie viel am Ende des Monats übrig bleibt. Ich bin gespannt, wie das Video bei euch
ankommt. Im nächsten Teil geht es erst richtig los. Dann werde ich euch, wie vorhin schon gesagt, meine gesamten Einnahmen und Kosten zeigen. Also ein bisschen Bedenken habe ich schon. Nichtsdestotrotz habe ich mich dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen. Wenn ich mich jetzt mit Freunden unterhalte oder so, habe ich auch kein Problem, darüber zu reden. Ganz im Gegenteil, ich rede sogar gerne über Geld und über Business, weil mich persönlich das halt interessiert. Und irgendwie seid ihr auch so meine Freunde und ihr seid auch ein Teil von dem Ganzen und ich verbringe auch wirklich sehr viel Zeit damit, Videos zu drehen und das ist einfach ein großer Teil meines Lebens. Wieso sollte ich euch das nicht sagen? Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem ganzen Thema in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns spätestens übermorgen wieder. Peace!